Darin Let's Play. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zum Sims 4 Let's Play. Direkt in Action. Uwe geht auf Toilette und er schämt sich irgendwie ein bisschen oder hat einen verspannten Nacken. Ich weiß es eigentlich gar nicht. Möglicherweise beides. So, er muss gerade mal seine Blase leeren. Irgendwie, ich höre nichts mehr. Ist ja anscheinend schon fertig. Ich glaube, der hat noch gefurzt im Nachhinein. Ja, er zieht ab und er setzt sich hin beim Pinkeln. Das ist ja zumindest schon mal ordentlich. Sind das hier Schaben? Hier, guck mal, hier ist da eine Schabe auf dem Boden. Ist das Dreck? Hat er jemand Schamhaar verloren? Guck dir das mal an hier. Und da, und da. Und hier. Oder haben wir Schimmel? Meine Fresse, wir sind gerade mal noch niemals einen Tag eingezogen und wir haben Schimmel. Normal ist das nicht. Normal ist das nicht. So. Wir gehen um 22 Uhr pennen, weil die währenden Herrschaften ja auch am nächsten Morgen arbeiten müssen. Und ich weiß nicht, wie das mit den Arbeiten funktioniert. Holt mich da auch wieder ein Wagen ab, wie in den Sims-Teilen davor? Oder und was macht der Adi? Hallo? Ah, ja, natürlich. Natürlich. Der ist eigentlich gewohnt, um 8 Uhr schlafen zu gehen. Und der hat sich für das lilane Bett entschieden. Ist da was daran auszusetzen, wenn lila meine Lieblingsfarbe ist? Nein, ist überhaupt nicht. Ich habe nur mehr so an Rot-Schwarz irgendwie gedacht. Aber pff, okay. Von mir aus auch lila. Was macht der denn? Action, ja, natürlich Action-Kanal. Oh mein Gott. Und das erinnert mich an den Reichstagsbrand von 1900. Ich weiß nicht, wann war das? 33. Das war eine Schweinerei, sag ich euch. Oh, ich werde langsam müde und schlafe auf der Couch ein. Nein, Adi. Auf der Couch. Oh, da wird nicht gepennt. Wenn du im Bett willst, dann geh doch. Du hast dir doch schon dein Bett ausgesucht. Du willst das ja hier haben. Ja, gute Nacht, Kameraden. Ja, der Uwe, der macht's ihm gleich. Ich glaube mal nicht, dass der vom anderen Ufer ist. Der nimmt hier den Grüne. Das grüne Bett gehört dir, Uwe. Die gehen dann schon mal schlafen. Ja, die sind auch schon richtig müde. Die Pushia ist noch im grünen Bereich. Die Sisi ist auch schon müde. Die nimmt das Blaue. Ja. Ja, die Pushia, die ist noch ein bisschen am... Oh, die spielt Sims 1, glaube ich. Natürlich mit Love-Action hier direkt. Ah, oh, das ist ein Scheißspiel, ey. Guck dir das mal an. Guck dir die Grafik an. Meine Sims sterben immer. Los, Dance-Action. Tanze. Tanze. Snowboarden. Hä? Ah ja. Stromrechnung nicht bezahlt. Aber ich muss jetzt auch mal schlafen. Im gelben Bett. Wollen wir mal gucken, ob ich da überhaupt reinpasse? Dann bin ich mir nicht so sicher. Zack. Umgezogen in einer Sekunde. Ja, und damit genießen unsere Sims ihren gerechten Schlaf. Und da gehe ich jetzt nicht in der langsamen Ansicht die ganzen Gedanken durch, was die möglicherweise träumen. Was träumen die denn? Der träumt vom Adler? Was weiß ich, was das war? Ein Koffer? Ein Magen? Eine komische Nase? Eine Spinne? Ein Koffer? Ein Einhorn? Also ein Drache? Eine Karte? Eine Schatzkarte? So. 6 Uhr. Oh nein! Pushia, beeil dich, bevor du ins Schlafzimmer pinkelst. Und was ist denn mit dem Adi los? Ach, der hat Hunger. Ja, hier, dann... Hä? Kann man das noch nehmen? Ja, das ist schon ein bisschen am... Ist schon ein bisschen am Süffen, aber komm, für den Adi reicht das. Der ist Schlimmeres gewohnt. Na, lecker Salat. Gucken, was er dazu sagt. Ah, der hat beim letzten Mal auch so geguckt. So, Pushia. Hände waschen und dann auch was essen. Da wird aufgegessen und hier, ey, bist du behindert? Hier wird nicht neu gekocht. Da wird erstmal das aufgegessen, was da ist, Kollege. Alter, die haben alle Hunger. Hier, die sitzt auf dem Pott, aber komm. Da wird jetzt hier gefrühstückt. Gartensalat zum Frühstück ist doch nett. Und in der Mitte sind so ein paar... Bisschen Mehl, Kartoffeln und vielleicht eine Scheibe Käse oder was da rumsteht. Ja, Leute, ihr habt das gekocht, das müsst ihr jetzt essen. Da müsst ihr durch. Hier wird kein Lebensmittel verschwendet. Wieso denken die an stinkende Socken? Müsst ihr euch mal ein bisschen waschen. Ah, ich bin ja so selbstbewusst geworden durch mein Gespräch vor dem Spiegel von gestern. Der Magensalat schmeckt gar nicht. Haben die jetzt überhaupt aufgegessen ordentlich? Haben die Hunger weg? Der setzt sich um, der will mit dem Pushia reden. Ja, ich muss auf Toilette.
Ja, dann geh doch auf Toilette, Adi. Meine Güte. Muss man dir denn alles befehlen? Was hat der denn? Von Übelkeit geplagt? Ja, pff, das ist euer Problem. Schlechte Umgebung. Die meisten Zim mögen es, ja. Was? Da stand irgendwas mit Sisi. Ich hab's nicht gelesen. Wann muss die denn arbeiten? Beginnt in 52 Minuten die Karriere. Okay. Die hat nicht mehr so viel Zeit, deshalb ess schnell auf. Und räum ein bisschen weg. Wer der Einzige, der jetzt noch keinen Job hat, ist... Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Der Uwe. Die hat einen, die hat einen. Gut, der Uwe, der ist erstmal so ein bisschen auf Hartz IV eingestellt. Aber auf freiwilliger Basis. Ja, der Adi, der ist ein ganz ordentlicher, das merken wir schon. Keiner mag den, der mag auch überhaupt niemand anderen. Vielleicht den Uwe wegen der Haarfarbe, aber zumindest macht er sauber. Aber hier läuft ja auch seine Musik hier, ne, die klassische. Da hätte ich auch gute Laune zum Aufräumen. Ja. Der will am Computer, der ist computersüchtig. Unfreundliche Umgebung, ja, da... Die ist noch immer schlecht drauf, bei jemandem Luft machen. Nee, das machen wir jetzt nicht. Beziehungsweise, wann muss die denn arbeiten? Wo ist denn das nochmal hier? Dreimal Geschirr abwaschen. Um Leistung zu erbringen. Okay, dann macht das mal, aufräumen. Zwei von dreimal Geschirr abwaschen, da wird wohl irgendwie die Leistung gesteigert. Und wann muss ich arbeiten? 7 Stunden noch. Sisi, Zeit für die Arbeit. Ja, Pause, wie geht denn Sisi zur Arbeit? Ach so, man muss da draufklicken, zur Arbeit gehen. Ach so, ich dachte, da kommt ein Auto. Zur Arbeit gehen. Geht jetzt zur Arbeit? Ah hier, den geht direkt dreimal zur Arbeit. Erster Arbeitstag und schon ein bisschen spät. Tschüss, bis später, ich muss jetzt arbeiten, ich muss ein bisschen Musik machen. Können wir die zur Arbeit begleiten, das wäre mal geil. Ist weg. Die ist weg. Kann man die verfolgen? Kann man nicht. Kann man nicht verfolgen, schade. Ich glaube, früher konnte man das. So. Die Pushia, die ist ja... Nee, das ist der Adi, der ist richtig gut drauf. Ja doch, Pushia auch. Die ist richtig gut drauf und die ist irgendwie unwohl. Ja, gut, wegen dem Essen. Die will ein Objekt kaufen, die will gemein zu einem Kind sein. Hier hat auch noch kein Nachbar angeschellt bei uns, ne? Die mögen uns, glaube ich, nicht, die Nachbarn. Ey, wie oft geht der Uwe denn auf die Toilette? Sag mal. Ah, hier, der kann auch gleich mal duschen. Ich glaube, das hat er noch nicht gemacht. Nachdenklich duschen. Ne, machen wir mal eine erfrischende Dusche. Eine erfrischende Dusche kann Sims Energie verleihen. Dampfende Dusche. Kokett fühlen. Da fühlt sich mal ein bisschen kokett, Uwe, hier. Muss ja sowieso duschen und der Adi rennt wieder im Morgenmantel durch die Gegend. Wo ist denn deine Uniform, Kollege? Outfit ändern. Abend. Ha, Alltagskleidung. Dann kannst du auch mein Kampfbuch weiterlesen. Oh, ich wusste gar nicht, dass ich über Adler geschrieben habe. Was macht der denn da genau? Unbändiger Verrat am Herzen. Haha, das ist das falsche Buch. Gibt's nicht. Das erste Einhorn. Angel sie dir, das muss der Uwe gleich lesen. Bauer ohne Frau. Nicht Bauer sucht Frau. Liebe in den Zeiten der Stulle. Lukas Dark und die immer unwahrscheinlicher werdende Reihe von Zufällen. Meine Pizzicottabalda. Problemscheuen. Pudding im Orbit. Alle Scheißbücher. Kann man nicht eigene Bücher verfassen? Bücher kaufen. So. Gucken wir mal, ob es da mein Sachbuch überhaupt noch heutzutage zu kaufen gibt. Ja, wobei Sachbuch ist das ja nicht. Das ist mehr so Poesie auf gar keinen Fall. Krimi? Oh nee, eigentlich emotional. gibt's glaube ich gar nicht. Abenddämmerung, das könnte schon passen. Gibt's keine historischen Bücher? Damit er so ein bisschen in alten Zeiten schwellen kann. Das erste Einhorn. Der Herr der Schaukeln. Alter, meine Fresse. Blasenspiele. Das ist auch was für ein Uwe. Boah. Eindeutig, zweideutig. Plünderspiele. Die
Die Stöhnung des Königs? Was sind das für perverse Bücher? Meine Güte. Alter. Die wiederholte endliche Geschichte. Darauf zeigen, aber nicht hinsehen. Ah. Ein Wortgedicht, eine Anthologie. F wie fehlgeleitete Ängste. Ja, Fitness ist egal. Geige, genieße den Moment. Was gibt's denn da? Geschicklichkeit, nein. Gitarre, nein. Gourmetküche, nein. Das könnte was für Push hier sein. Grundschulhausaufgaben, Gärtnerei, Hausaufgaben. Inspirierende Poster. Hm. Irgendwo hat ein Frosch gerade Seilspringen gelernt. Geil. Ja, Scherze und bla. Nein. Da gibt's nichts für den Adi. Da gibt's keine Bücher. Ich bin enttäuscht. Kontrollabgabe. Die Sinnlosigkeit des Festhaltens. Das kann er sich mal durchlesen. Das kaufen wir. Ha. Her damit und dann wird direkt mal gelesen. Du musst nämlich lernen, loszulassen. Oder. Oder was? Wo ist denn das Buch jetzt? Hä? Puh. Ich hab das doch gekauft. Warum hab ich das denn nicht? Leck mich am Arsch. Was macht der Trinken? Gut. Könntest auch mal gleich duschen gehen hier, der Adi, der Lützkendorf. So, Pushia, du kannst schon mal für heute Abend, wenn alle von der Arbeit kommen, das Essen vorbereiten. Dann können sie sich dann in der Mikrowelle warm machen, wenn sie ein warmes Essen haben wollen. Und ansonsten essen sie eben kalt. Und pennt der da vom Kühlschrank? Ach, der genehmigt sich ein so. Was hat man denn früher so getrunken? Irgendein Weißwein einfach. Unangenehmes Gespräch. Aber Adi ist glücklich. Pushia ist sehr unwohl. Jetzt lass die Pushia doch kochen, sonst brennt gleich hier wieder alles ab. Meine Güte. Hier, guck dein Action-Kanal. Kanal schauen. Gibt's auch einen Nachrichtenkanal? Nee, dann hier Action. Geh Fernsehen gucken, lass die Pushia in Ruhe kochen. Was macht denn der Uwe da? Der steht da rum wie, was weiß ich, und nicht abgeholt und der kann jetzt ein Buch lesen. Angel sie dir! Ja, wird Zeit, dass ich wieder ein Buch lese. Oh, ich gucke Fernsehen. Du sollst Action gucken und nicht Comedy. Ach ja, da brennt's. Okay. Kapitel Nummer 1. Ja, die ist am Lachen. Kapitel Nummer 1. Zuerst sollten sie ihrer angebeteten zukünftigen möchtigen Frau zeigen, dass sie Interesse an ihr haben. Zwinkern sie ein paar Mal zu. Wackeln Sie romantisch mit den Schultern und üben Sie dies am besten jetzt bei Ihrer Nachbarin, der Pushia. Okay, Romantik. Was war da mit Schultern wackeln oder Kompliment über Aussehen machen? Okay, das Kompliment ist wahrscheinlich gelogen, aber das üben wir dann direkt mal. Das ist Kapitel 1. Aber ich lese mir auch direkt nochmal Kapitel 2 durch. Kapitel 2. Ach nee, komm. Kapitel 1 reicht erstmal. Ah nee, der liest doch noch weiter, der kann sich nicht entscheiden. Kapitel Nummer 2. Nachdem sie Komplimente gemacht haben, machen sie noch mehr Komplimente. Wenn es ihr Portemonnaie gestattet, kaufen sie ihr auch ein paar Schmuckstücke. Je nachdem, wie materiell sie veranlagt ist, vielleicht nur ein paar Billigschuhe von Deichmann, beziehungsweise ein paar Schmuckstücke von Prada. Je nachdem. Okay, nächste Seite, das war schon mal, so viel Geld habe ich nicht, das ist auch schlecht. Was steht denn hier? Ja, komm. Ich muss das erstmal verinnerlichen und ja, das reicht. Jetzt angel ich mir die Pushia. Hey, Pushia. Weißt du überhaupt, dass du einen wundersamen Körper hast? Der spendet im Sommer Schatten und im Winter hält er warm. Oh, du bist so nett, Uwe. Dass du sowas Nettes sagst. Hast du einen Ring für mich? Der Adi, der lacht sich da kaputt. Der guckt immer den gleichen Film. Ah, wieder der Reichstagsbrand. Da lacht er sich kaputt. Das hat er ja sich selbst ausgedacht damals. Ja, da so bin ich zur Macht gekommen. Das war Geniestreich. So, Uwe. Da guck mal, ob du im Internet irgendwelche alten Gesellen findest. Vielleicht kannst du auch Kontakte zur rechten Szene knüpfen. Web. Im Internet surfen. Kunst durchsuchen. Ja, vielleicht findest du ja alte Kunstgegenstände. Nee, die Simpedia durchsuchen. Da guckst du einfach mal so ein bisschen nach, was mit Goebbels und so geworden ist. Das interessiert dich doch brennend. So, wann muss die denn arbeiten? Das müsste doch jetzt soweit sein.
Oder die hat wahrscheinlich schon die Arbeit verpasst. 4 Stunden bis zur Arbeit. 3-mal Geschirr waschen, okay. Klick auf schmutziges Geschirr, ja, keine Ahnung. Dann sorgen wir mal dafür, dass es der Push ja jetzt ein bisschen besser geht. Was möchte die denn? Museum besuchen, Objekt für 100 Sim. Gemein zu einem Kind sein. Wollen wir mit Pushy mal ein bisschen rumlaufen und Kinder suchen? Ach, guck mal hier. Aha, die machen Sport. Pushy, du gehst mal die Nachbarn besuchen. Aber, ja, vorher am besten umziehen. Das wäre vielleicht mal so eine Idee. Outfit ändern, erstmal Alltagskleidung. Bevor du da die Nachbarn besuchen gehst. So. Umgezogen ist er. Einmal nur hochgesprungen und dann gehen wir mal die Nachbarn... Ach so, ich dachte, die läuft da jetzt hin, aber wir sind direkt da, so wie es aussieht. Vielleicht gibt es ja da Kinder, die du anschreien kannst. Und Leute, die du bemitleiden kannst, weil die keine Prada- und Gucci-Sachen haben. Ich meine, die selbst hat auch keine, aber ist ja egal. Das gehört ja zu ihrem Charakter. Die hochnäsige Diva. Die kochen will. Pff. Naja, ich meine, irgendwie muss man da an Geld kommen. Agavens Haus, da sind wir also. Ja. Hier wohnt niemand. Ja. Schön, dann gibt es da auch keine Kinder, die man irgendwie... Und was ist hier in dem komischen Haus, das aussieht wie ein Trailer? Gehen wir die mal besuchen? Residenz besuchen. Ah, eine Residenz? Sieht aus wie eine Pommesbude fast. Residenz. Gucken wir mal, was da so los ist. Bevor wir arbeiten gehen, ein bisschen Unfug treiben hier mit der Pushia. DNA wird gesplittet. Fensterläden werden verschraubt. Ha. Die Schulderei. Oh, wir haben keine Schulden, aber... An Tür klopfen. Okay, ich jogge mal ein bisschen. Weil ich möchte fit werden. So, gucken wir mal, wer da ist. Hallo, Sie haben keine Klingel, ist das billig hier? Hallo, ich gehe einfach mal hier rein. Und Schwarz Johnny. Grob vorstellen. Bist du ein Kind? Nee. Hallo. Sie sind ja wohl nicht schön eingerichtet. Also, wir haben größeren Fernseher. Wir sind gerade erst hier hingezogen. Und Ihre Couch ist auch unbequem. Und Sie haben Kerzen. Haben Sie keinen Strom? Womit betreiben Sie denn dann Ihren Fernseher? Haben Sie Ihren Nachbarn hier das Stromkabel angezapft? Oder was? Üben? Nein. Das machst du lieber nicht. Ja, also ich finde hier nicht das, was ich gehofft habe zu finden, deshalb gehe ich. Gibt es überhaupt Kinder in dem Kaff? Kinder? Oder will die keine Kinder mehr? Doch, gehen wir hier hin. Besuchen. Ja, ich muss da noch wieder gehen. Ich habe nämlich noch Verabredung und ich muss gleich arbeiten gehen. Apropos arbeiten, was sagt denn da? 2 Stunden, haha. Verdammt, nein, die sollte nach Hause gehen. Die muss noch schnell was essen. Die Makaroni mit... Ah, verdammt. Die Makaroni mit Käse sollten wir noch schnell essen. Weil die hat Hunger. Ich meine, die Frau hat öfters Hunger. Das ist natürlich logisch. Die ist ein bisschen voluminöser. Da hat man öfter Hunger. Das Gewicht muss ja auch gehalten werden. Oder will gehalten werden. Wie auch immer. Das ist ja ein Zeichen von Wohlstand, wenn man etwas dicker ist. So war es ja damals. Und so ist es bei der Push ja heute noch. Und nach Hause geht's einfach hiermit. Glaube ich. Oder auch nicht. Aktuelles Grundstück zentrieren. Nein, mach mal hier... Pause-Modus, bevor die Zeit noch weiter verfliegt. Hier. Zurück nach Hause, bitte. So, Pause-Modus weg. Fensterläden werden verschraubt. Schon wieder. Ja, die Pushia, die muss ihr Gewicht halten. Die fällt uns ja fast vom Fleisch ab. Das geht ja gar nicht. Ich frage mich ja, ob man noch an Gewicht zunehmen kann extra. Also, dass man noch breiter werden kann, wie es die Regler eigentlich erlauben. Das ist ein Experiment, das wir, denke ich mal, in Angriff nehmen werden. So, Pushia. Oh, ist ja richtig viele Makaroni mit Käse genommen und nur für dich gekocht. Du solltest eigentlich für alle kochen. Das sieht richtig lecker aus. Das sieht aus, als hätte einer auf den Tisch gekotzt und ich weiß nicht was. Ein grünes Blatt oben drauf gelegt. Und warum geht die nicht im Esszimmer essen? Ich weiß nicht. So, Adi, was ist denn mit deiner Verbrechenskarriere? Hast du schon das erste Mal Arbeit verschwänzt? 3 Stunden, okay, dann muss der sich auch so langsam, ja, was zu essen machen. Kochen. Nein, hier im Kühlschrank geht das viel einfacher. Mittagessen servieren. Grillkäse, komm. Versuche ich mal Grillkäse zu kochen. Ah, ich hätte gern ein Motorrad. Ich würde hier gerne in Ruhe essen.
Was gucken die denn da? Ach, schon wieder den Reichstagsbrand. Meine Fresse, die gucken immer da gleich. Ich glaube, wir müssen mal neue Filme kaufen. Uwe, du hast ja sowieso kein Leben. Du bist doch... ja. Gibt's hier... Nee. Wir haben keinen Videoplayer. Das ist einfach SimTV. Da läuft nicht sehr viel. Und was ist das jetzt, Indiana Jones für Arme? Na, ich bin jetzt am Kochen. Ja, und so viel auch wieder für diese Episode. Die 20 Minuten sind um. Ja, in dieser Episode ist nicht so viel passiert. Wobei, das vermischt sich gerade bei mir alles. Das ist einfach, da ist zum Teil zu viel los und dann wieder gar nichts. Dann vergesse ich wieder alles. Und was ist denn passiert in dieser Episode? Wir haben gekocht, natürlich. Die Pushy hat ein Kind gesucht. Die ist in der Nachbarschaft ein bisschen rumgegangen. Hat sich mit den Nachbarn, naja, angelegt, könnte man sagen. Direkt mal beleidigt, was die denn für billige Klamotten zu Hause haben. Aber sie hat kein Kind gefunden. Und sie steht kurz davor, das erste Mal arbeiten zu gehen. Genauso wie der Adi. Nur die Sisi, die ist gerade schon mitten auf der Arbeit und schwingt da ihre Geige oder ihre Gitarre. Und wir haben ja gehört, dass sie nicht unbedingt so gut spielen kann. Und ich glaube, die wird direkt am ersten Tag gefeuert. Wie es weitergeht, erfahren wir dann in der nächsten Episode. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Tschüss.